So, liebe Freunde, ihr seht, was das hier ist. Das ist The Bindings of Isaac. Und das ist von den Entwicklern von Dings, wie heißt es? Meat Boy. Und Meat Boy, eins meiner Hassspiele. Und zwar, das hier ist ein bisschen, ja, ich sag mal, Zelda. So ein bisschen Zelda, ein bisschen einfach nur kranker Shit. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz funny. Es gibt Millionen von Unlocks. Wenn man nämlich mal auf Stats geht, dann sieht man hier, ich bin schon dreimal gestorben. Ich habe kein einziges Secret gefunden. Ich habe auch keine Endings oder sowas. Ich habe auch keine Secrets, die ich viewen könnte, logischerweise. Logischerweise. Und wenn man hier auf Collections geht, ist hier so eine Liste von Items, die man gefunden hat. Ja, genau. So viele Items gibt es hier. Und zwar habe ich bisher nur Lunch gefunden, Mom's Lipstick, Pills hier, The Hourglass und Bucket of Lard, was immer Lard ist. Diese Items bewirken alle irgendwas. Und ich habe keine Ahnung was. Ich weiß zum Beispiel, dass das Hourglass die Gegner verlangsamt und die Gegnerschüsse verlangsamt. So ein bisschen wie, ja, dieses Blicke-Ding von Zelda. Mums Lipstick ist die Reichweite, glaube ich, erhöht. Lunch, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Items machen alle irgendetwas. Es gibt auch jede Menge Pickup-Items und das Spiel ist jedes Mal ein bisschen zufallsgeneriert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Man kann ja auch verschiedene... hier, zum Beispiel Magdalene, unlocked by collecting 7 or more container hearts in one playthrough. Genau. Ich habe noch nicht mal einen Playthrough fertig und 55 or more pennies. Judas, unlocked by Fragezeichen, sehr schön. Auf jeden Fall hat man hier diese verschiedenen zur Auswahl. Da ich logischerweise nichts anderes habe, gehe ich einfach nur Isaac. So, man steuert das mit Maus und Tastatur oder alternativ nur mit Tastatur, wie es hier zu sehen ist. Man kann nämlich hoch, runter, links, rechts rennen. Und man kann quasi Tränen schießen. Items kann man einsetzen mit Space und Bombs kann man mit E oder Shift platzieren. So, oben links haben wir die Map. Oben haben wir noch die Pennies, die Bomben und die Schlüssel. Und Life. Und das ist alles sehr, sehr wie Zelda. Und hier geht der Shit auch schon wieder los. Ich hoffe, dass hier auf der Aufnahme ist das einigermaßen okay. Au! Also ich habe es ja gefunden, dass es mit Tastatur und mit, wenn man mit der Maus einfach nur schießt und klickt, wesentlich einfacher ist. One plus one free. Hier kriegt man Extras. Zum Beispiel, boom. Habe ich jede Menge Bomben. Oh, cool, das ist ja auch in meinem Kopf zu sehen. Die Dungeon Map erweitert sich auch jedes Mal. Oh Gott, was ist das für ein Shit? Was ist das für eine kranke Scheiße? Echt, was haben die... Das haben sich die Leute aber einfallen lassen, das frage ich euch echt. Das frage ich echt, was haben die sich bei diesem Spiel gedacht? Das ist so irgendwie so... crazy, sag ich einfach mal. Och man. Man schießt mit seinen Tränen, man ist dieses seltsame Wesen da oben, dieser Isaac, der irgendwie im Keller ist. Och, jetzt lass mich doch dich mal treffen. Ihr seht, die Spielmechanik ist ein bisschen seltsam. Und ich werde das hier aber einfach mal so lange spielen, bis ich einmal durch habe. Das heißt, das ist nicht irgendwie ein einfaches Let's Show. Sondern ich werde es schon so lange spielen, bis ich zumindest einmal durch habe oder bis ich einfach Lust dran verliere. Das werdet ihr dann einfach über euch ergehen lassen müssen. Ich will mal gucken, ob es ein Secret gibt über Zelda. Schaut nicht. Bosse gibt's auch, die sind an den entsprechenden Türen gekennzeichnet. Schade. Ich hab gedacht, ich würde alle Viecher jetzt mit einem Schlag quasi wegholen. Habe ich schon Schlüssel? Nein, natürlich nicht. Da oben gibt's nämlich sonst irgendwelche Bonusdinger drin. Oder Geld. Oh Gott. Tasch das mal an, was soll das, was ist das? Toll. Krieg eine Münze für, super. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, die Super Meat Boy Entwickler, ich weiß. Gut, dass ich die ganzen Bomben hab. Pinnies! Kein einziger Schlüssel, das ist doch scheiße. So, gucken. Larry Jr., den habe ich schon mal besiegt. Das ist nicht zu hart. Oh, okay, ich hab's nicht mit den Steinen in der Mitte gehabt. Oh, oh, oh. Das Dumme ist, ich habe nur noch zwei Lebensdinger.
Zwei Lebensdinger, zwei Herzen. Ah! Sich weg da! Ihr Diary, today I died. I was killed by this thing in some basement. I leave that all I own to my cat Goopy. Replay back to menu. Goodbye, cruel world. So. Nochmal. Nochmal, jetzt aber mal richtig. Wie man hier sieht, es ist zufallsgeneriert. Das ist irgendwie eklig. Ich kann Bomben hier genauso gut platzieren wie in Zelda, nämlich gar nicht. Ach, das explodiert jetzt ja auch noch. Das ist ja auch was Feines. Ich dachte, da kommen wieder Fliegen raus. Das ist ein kranker Shit, ist das doch, ey. Ich muss das einfach lassen. Oh, die Viecher sind scheiße, die hüpfen da hinterher. Komm, 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 komm. Komm, 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 kleines, kopfloses Wesen. Nein, ich habe keine Bombe mehr. Na, boah, die sind auch kacke. Die sind auch scheiße. Das Fleischstück mit dem, boah, ich kann das so schlecht, ey. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ja, schön, dass da ein Schlüssel ist und Truhe. Ich habe aber meine Bombe schon hier sinnlos verbraten. Das werde ich nie wieder tun. Ja, das sind Shops. In Shops kann man hier diese verschiedenen Dinger kaufen. Zum Beispiel gegen Geld, was ich nicht habe. Super. Ist auch ein bisschen Zelda-mäßig mit den beiden Fackeln und dieser Leiche, die da hängt. Boah, das Spiel ist krank. Dieses Spiel hat definitiv irgendwas Falsches an sich. Hier in diesen goldenen Türen gibt es Items. Oh, was ist das denn? Teleport! Press Space to use. Na, ich bin jetzt nicht so scharf, das Teleportieren. Ah, das war schon der Endgegner. Also man hat hier quasi die verschiedenen Basements und links eingeblendet Basement 1. Und ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Dann drehe ich das einfach ein bisschen leiser an, manuell danach. Ja, guck mal, erstens sind noch freundlich so und dann kommen sie auf einen an und... Was immer hier für kranke Wesen seid. Welchen kranken Geist ihr entsprungen seid. Na toll, eine Münze. Super. Super. Wie soll ich denn 55 Pennies in einer einzigen Runde hinkriegen? Mann, ich Vollhorst. Mann, ey. Verbrate ich die Bombe total sinnlos. Gemini. Oh Mann. Bäh. Was? Oh Gott. Das ist widerlich. Okay. Ich sehe, wie der Bosskampf vonstatten geht. Das ist jetzt nicht so. Das geht eigentlich, das geht. Eigentlich ging es ja alle Bosskämpfe. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Doofer. Mann, das geht auch. Maus, meine arme Maus. Also, es ist ein bisschen Rogue-mäßig. Rogue, Zelda, Diablo. Nein, nicht ganz. Vielleicht ein Blutgehalt her, aber. Komm, ich hab dich doch jetzt. So. Dann kriegt man ein Harz. Dann kriegt man. Einen Holzlöffel? Ah, der kriegt mehr Speed ab. Okay. Das kann ich viel schneller bewegen. Ah, ab in den nächsten. Basement 2. Mhm. Da kommt, wenn man ein Basement geschafft hat, kommen auch hier die Sketches. Sieht oben drei Basements, vier Basements und dann Boss. Also End, großer End, super, mega Boss. Links. Die verteilen sich auch noch, die Viecher, ey. Das ist ja zum Mäusemelken. Ah, ah! Kranke Shit. Sick Shit! Oh Gott. Oh nee, die sind scheiße. Oh, die sind ja. Die sind doof. So ein bisschen Homing-Missile-mäßig. Skills. Skillor!
Sie, was haben sich die Entwickler dabei gedacht? Ah! Wie? Was? Oh Gott! Oh, holy! Heilige Guacamole! Oh Gott, warum ist denn da ein Boss? Ah! Okay, es gibt auch diese Minibosse hier. Ja, toll. Ganz toll. Komm, eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Oh Gott, geht das schon wieder direkt los, ey. Wesen der Finsternis, ich werde euch mit meinen Tränen besiegen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es Tränen sind, die ich abschieße. Vielleicht könnt ihr die anderen Charaktere, die man anlocken kann, andere Schüsse und sowas alles. Also es gibt die abgefahrensten Items. Ich habe da so ein bisschen so eine Wiki mal durchgeschaut. Es gibt wirklich abgefahrene Dinger. Abgefahrener, kranker Shit gibt's. Wirklich krasse, ekelhafte irgendwas-Dinger. Es gibt auch jede Menge Items, die einen transformen. Zum Beispiel dieser Brimstone. Da wird man so Super-Demon. Och, lass mich dich doch mal treffen. Die Hit-Kollision ist manchmal ein bisschen fragwürdig bei dem Ganzen. Toll, eine Bombe. Da ist doch schon der Boss. Ich gehe erst den anderen. Ich gehe erst das andere erforschen. Ja, ich würde gerne mal Secret See oder sowas sehen. Oder, oh, Items. Hallo. 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 Toll, Teleport. Habe ich doch schon gehabt. Hallo. Hallo. Item. Ich brauche einfach einen Schlüssel, um das Ding aufzuschließen. Och Mann. Kriege ich vielleicht hier Schlüssel von euch? Von euch gruseligen Gestalten. Ey, das schimmert eigentlich als Silent Hill, oder? Vom Horrorgehalt. Vom Horrorgehalt? Ja, nicht. Nee, vielleicht nicht schlimmer, aber es ist annähernd so. Es ist annähernd so gruselig. Na gut, eigentlich ist es auch nicht so gruselig. Meine Güte. Ihr wisst, was ich meine. Schlüssel. Einsame Fliege im einsamen Raum. Ha! Ah. So eine Schießfliege. Eine Schießfliege. Ha! Das Strafen klappt noch nicht so ganz. Muss ich noch ein bisschen verüben. Aber wenn man sich bewegt und dann schießt. Tolle Bombe. Dann ist das so ein bisschen. Ja, verzögert. Bisschen schräg gemacht. Quasi das, was man hier. Ja, Truhe oder Money? Nee, Truhe. Was ist das denn? Steven? Damage up. Oh, Damage up ist auch nicht schlecht. War ich hier schon drin? Ja. Damage up. Vielleicht, wenn ich den Teleporter benutze, komme ich dann in den Raum rein. Nein. Schade. Mal gucken, welcher Boss uns erwartet. The Duke of Flies. Den kenne ich auch noch nicht. Oh Gott. Links habe ich Damage up. Oh Gott. Mit Damage up? Damage Up scheint ein ganz lohnenswertes Item zu sein. Das ist irgendwie eklig. Oh, die Framerate. Ah, oh, mein Aufnahmeprogramm. Framerate. Hey, Damage Up ist ja mal voll gut. Vielleicht auch, weil der Boss jetzt nicht so gerade die Härte ist. Ach, ich muss die Fliegen auch noch besiegen, das war klar. Hey, komm. Komm. Ja. Monstrous Tooth! Es appeared in the basement. In wessen Basement? Was ist das? Mom's Underwear, Range Up. Oh Gott, ich trage die sogar. Wie? Was hat appeared in the basement? Soll ich nochmal alle Räume noch durchsuchen oder was? Was ist denn jetzt mit dem Zahn? Monstrous Tooth? Hm. Ist das jetzt irgendwo in einem Dungeon gespawnt hier, oder was? Ich verstehe das nicht. Ich guck nochmal in den Raum rein. Wenn nichts, dann haben wir uns jetzt den Weg umsonst gemacht. Ja, wir haben den Weg umsonst gemacht. Oh. Ja. Aber das Damage-Up, das war wirklich gut. Das möchte ich gerne öfters haben. Das war wirklich gut. La 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 la. Ins nächste Basement. Mal einen Schluck Kaffee trinken. Hm.
Ich bin sicher, hinter diesem Spiel steckt irgendein tieferer Sinn. Da! Vielleicht kann man mehr Herzen haben. Oh. Schlüssel würde ich gerne mal haben. Immer mal rechts. Fliegen! Ah! Aufteil fliegen! Fliegende Aufteil fliegen! Meine Maus ist so broken von diesem Spiel, ne? Toll, eine Münze kriege ich. Eine Münze. Ah! Die Bailing unter den Fliegen. Was ist das? Pillen. Pilz hier. Ich habe keine Ahnung, was das bringt mir. Ich will es aber auch nicht einsetzen. Ich habe Angst. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, das war vielleicht die falsche Entscheidung. Ah, oh, Framerate. Da! Schlüssel! Schlüssiger Schlüssel ist schlüsselig. Aber den nächsten Raum! Nächsten Raum! Da! Alle Range und Damage ab, können mir nichts bringen. Aha! Oh, wie ein Napf in den Schuss reingelaufen. Hallo? Wie, kein Item? Schiebung! Was ist das denn schon wieder für eine Teufelei? Oh Gott. So ein bisschen World of Doom. Hallo? Ah, ich kann da durchschießen. So eine nützliche Münze! Oh Gott. Aha! Nein, ich will nicht sterben. Ich will das noch sehen. Ja! Ich will sehen, was da drin ist. Nee. Oh, ich muss den Gegner erst besiegen. Ich bin bescheuert. Ah. Hallo. Komm. Na komm. Ja, genau. Ja, komm. Hier. Das ist doch jetzt nicht wahr. Komm, du Viech! Komm ich ja zu dir. Oha! Verstecken willst du dich also! Oh Mann. Oh, ein Buch. Book of Shadows! Und jetzt? Wie? Ein Schild? Ein Schild für den Raum. Oh, ist das scheiße. Ich hab's früher gewusst. So, hier werde ich wahrscheinlich schon sterben. Ja, ich werde sterben. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Mutter, da brennt die Muschi. Oh. Oh Gott, ich hab Schimpfwörter gesagt. Oh, joi. Ich hab doch ein Damage ab. Ah. Ui, oh. Ich will nicht sterben. Jetzt fertig, ich mache jetzt fertig. Was krieg ich dafür? Wie nichts? Ich kriege nichts dafür. Was soll die Scheiße? Hallo, Secrets? Was soll ich mit Bomben? Das ist eh der Boss. Ach, kacke. Ach komm, ich werde meinen Boss eh sterben. Ich werde den Boss garantiert nicht überleben, ohne einen Lebenspunkt zu verlieren. Und da ich ja keinerlei Heilung bekommen habe. Und ich habe gar keinen Schlüssel mehr, um dort reinzukommen für Pennies. Ah! Was sollen denn diese gelben Urinflecken, die ab und zu hier zurückbleiben? Das ist doch ekelhaft. Diese Scheißhaufen hier in der Ecke, ne? So, ich werde jetzt hier sterben. Ja, da werde ich. Da, ja, den kann man zwar besiegen, der ist auch nicht so schwer, wie ich finde, aber. Der ist auch nicht so schwer jetzt. Da. Das war's schon. Gut.
Aha. Back to Main Menu. Gut, das war's auch schon mit der Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, das Buckle spielt Binding of Isaac. Und mal hoffen, mal wenigstens ein Playthrough zu kriegen. Das ist mein Ziel. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschö, tschö.